So, ja, liebe Leute, na komm. Ich darf euch heute mal, also ich bin der Johannes, ich kenne das Unternehmen schon sehr, sehr gut, also wie gesagt, ich komme eigentlich aus der Bankenbranche, habe damals das Unternehmen kennengelernt, wo es noch wirklich am Entstehen war, wo es noch die Idee in den Köpfen war von den Gründern, wo sie wirklich auch gesagt haben, okay, was haben wir alles vor und wo wollen wir überhaupt hin? Und da war es schon die Idee da, okay, wir fangen an mit einer Client-Side-Wallet und steigen uns natürlich rauf zu einem der größten, dezentralsten Netzwerke der Welt. Und das darf ich euch heute mal beibringen, also näher bringen, was Blackford überhaupt machen will und warum Blackford das größte, dezentralste Netzwerk der Welt überhaupt werden will. Und warum das so essentiell auch für uns ist, für unseren Wandel in unserer Ökonomie und warum wir das überhaupt machen sollten. Wie gesagt, wir alle müssen uns immer mehr und mehr damit beschäftigen, was ist Blockchain, was ist neue Technologien und wo geht auch wirklich die Reise hin, die natürlich auch die Welt verändern wird, auch in der Zukunft. Und da jetzt einmal kurz erklären, was Blackford bis jetzt erreicht hat und was noch alles kommen wird. Wir haben hier natürlich auch, sehen wir, als erstes ist natürlich die Roadmap gebaut worden. Die aktuelle Blockchain wurde implementiert, das Dashboard wurde implementiert, dann das White Paper wurde fertiggestellt. Natürlich, das ist alles schon ersichtlich. Testnet ist komplett fertig. Genau wie das Certic Audit, da sind wir persönlich sehr, sehr stolz drauf, dass so ein Audit überhaupt da ist, dass die Firma wirklich zeigt, okay, bevor wir überhaupt den Coin listen, geben wir wirklich ein Audit heraus, dass wirklich alles in Ordnung ist, dass alles funktioniert. Dann haben wir schon die AdWeb3 Connection gemacht, also dass man MetaMask und Wallet Connection machen kann. Genauso wie das Publishing des Genesis Blocks. Das ist der erste Block von der Smart Chain. Und ich sage immer so, bei jedem anderen Tokenprojekt, das auf den Markt kommt, gibt es so viele Sachen noch nicht, bevor es überhaupt gelistet wird. Und hier kann man natürlich alles einzeln, man kann sich schon mal im Explorer anschauen, okay, wie funktioniert die Smart Chain? Wie sind die einzelnen Stücke aufgebaut? Was wird da noch alles kommen? Und hier sehen wir zum Beispiel, was direkt auf der Smart Chain noch kommen wird, ist dezentrale Exchange, zentralisierte Exchange, Bridges, DeFi, also Decentralized Finance, genauso wie Tokenisierung. Und über das möchte ich euch heute ein bisschen alles näher bringen, warum Blackford diese Sachen aufgebaut hat und wie diese Sachen alle ineinander greifen. So, dann gehen wir weiter. Schauen. Als erster möchte ich aber euch mal kurz einmal einen kleinen Denkanstoß geben. Wir alle kennen ja das gute alte Geld. Also Geld ist ja ein Zahlungsmittel für uns alle, ein psychologischer Polster. Wenn wir das auf der Seite haben, dann geht es uns natürlich auch geistig ein bisschen besser. Wir können damit Dienstleistungen bezahlen, die Bezahlung von Waren. Und es kommt natürlich vor in bunte verschiedene Währungen. Und es ist vom Staat streng kontrolliert. Aber eigentlich kann man sagen, nicht der Staat kontrolliert, sondern eher mehr die Bank. Sonst hätte man nicht so eine hohe Inflation und würden da jetzt gewisse Sachen nicht zahlen. Aber zum Geldsystem, ein kleiner Ausgleich dazu ist zum Beispiel, sind Assets. Und Assets sind zum Beispiel Gold, Diamanten, Oldtimer, Uhren, Immobilien, Alkohol, Kryptowährungen, NFT-Kunst und Sammelkarten. Naja, die Assets sind dafür da, dass sie zum Beispiel einen Wert erhalten, während zum Beispiel unser normales Kapital immer mehr und mehr inflationiert. Nur das Problem bei Gold ist, ich muss es lagern, ich muss es sicher aufbewahren, genauso wie Diamanten, Oldtimer dürfen nicht zerkratzt werden, Uhren ist genau das gleiche, muss ich es auch richtig lagern wieder. Immobilien sind Immobilien. Und Immobilien, wenn jetzt zum Beispiel ein Krieg ausbricht oder der Mieter nicht zahlt, dann nutzt man die Immobilie als Asset auch wenig. Genauso wie der Alkohol, wenn die Flasche runterfällt, ist sie auch wertlos. Kommen wir aber zum interessanteren Thema Kryptowährungen. Kryptowährungen sind digitale Assets, genauso wie NFT-Kunst, die ich einfach, wenn ich sie richtig lagere und richtig verwahre, überall auf der Welt austauschen kann oder tauschen kann gegen die jeweilige Währung, aber auch
direkt einfach transportieren kann. Zum Beispiel, ich kann auf so einem kleinen Ledger schon mal 10 bis 20 Millionen Euro oder Dollar direkt in Kryptowährungen transportieren über die Grenze, steige einfach in den Flieger und kann sie in einem anderen Land wieder tauschen oder direkt Wohnungen, Immobilien kaufen oder was auch immer man damit tun möchte. Zum Beispiel, ich bin öfter im asiatischen Raum, genauso wie im afrikanischen Raum. Dort kann man schon fast alles mit Kryptowährungen kaufen und natürlich auch bezahlen, was natürlich sehr, sehr angenehm ist, weil man muss nicht überall das ganze Papiergeld mitnehmen oder irgendwelche Goldbarren oder Diamanten. So, na komm. So. Dann, warum sollten wir gerade jetzt einkaufen? Also wir haben jetzt hier einen natürlich günstigen Einstiegspreis für Kryptoassets und natürlich sagen auch viele Leute, natürlich, Kryptowährungen ist ein Scam. Nur wenn wir uns das mal genau anschauen und genau uns anschauen, was Kryptowährungen sind und wie sie wirklich fungieren und wie diese Sachen mathematisch berechnet werden und limitiertes Kapital auch das ist, dann haben wir hier, ich muss kurz die Leute da reinlassen, etwas, was natürlich eine Werthaltigkeit ist für uns, das natürlich essentiell ist für die Zukunft. Man kann damit auch Bezahlung von Dienstleistungen machen. Es ist natürlich auch sehr, sehr positiv. Und natürlich langfristig hat man hier eine sehr positive Entwicklung. Das möchte ich euch heute mal zeigen, wie sich das Ganze die letzten Jahre auch entwickelt hat. Und es ist nicht von einer Partei oder von einem Staat kontrolliert. Wie gesagt, Kryptowährungen sind oftmals mathematisch berechnet worden und es sind Zukunftsmärkte, die oftmals schon von Banken integriert werden, weil viele Banken oder auch andere Institutionen, wie zum Beispiel große Vermögensverwalter wie BlackRock und Vanguard, sehen darin natürlich eine Sparte, worin sie in der Zukunft auch aktiver investieren müssen und wo sie die Layer-One-Lösung auch implementieren müssen in ihre eigenen Systeme. Und was hat es einen Vorteil, sich Kryptoassets zu kaufen? Man ist komplett dezentral. Man ist nicht mehr abhängig von einem Standort, wo man sein Geld parkt, sondern man kann es überall auf der Welt als Tauschmittel eintauschen. Es wird überall akzeptiert. Und man kann es einfach direkt dezentral in einer Client-Side-Wallet lagern oder direkt auf dem Ledger. Jeder auf der Welt kann Kryptowährungen verwenden. Also das heißt, es ist so, dass jeder Mensch auf der Welt natürlich auch selber sagen kann, okay, ich möchte, habe ein Handy, kaufe mir das Handy, kann mir eine Wallet runterladen und kann mir damit natürlich auch Kryptoassets kaufen und natürlich auch tauschen und kann damit in andere Länder fahren und natürlich Dienstleistungen oder andere Sachen damit kaufen. Man kann selbst entscheiden, wo sein Geld hingeht und was mit seinem Geld passiert. Ich kann zum Beispiel jetzt in der Minute 1 Million Euro transferieren, ohne dass mir jemand sagt, das darf ich nicht. Und natürlich ist es sehr interessant für die NFT-Kunst und für die Sammelkarten natürlich, weil natürlich digitale Kunst immer mehr und mehr im Kommen ist, weil auch große Künstler gesehen haben, okay, ich kann direkt meine Kunst direkt an den Endkunden verkaufen und habe keinen Mittelsmann dazwischen mir, den ich bezahlen muss, damit meine Vermarktung stattfindet. So, und was ist jetzt Freiheit? Also Freiheit bedeutet für mich persönlich jetzt immer so, ich kann reisen in die ganze Welt und keiner sagt mir, was ich mit meinem Kapital zu tun habe und mit wem das Geld, wem ich es ausgebe, was ich damit mache. Und ich kann selber entscheiden, wo meine Sachen hier hingehen. Und wie kann man jetzt das erreichen? Indem, dass man sich eine Client-Side-Wallet sucht, wie zum Beispiel bei der Blackford Wallet. Das ist eine Client-Side-Wallet, wo man selber sagen kann, okay, diese 12 Wörter sind nur meine Private Keys. Und diese Private Keys habe nur ich, niemand anderer auf der Welt. Ich kann durch eine Smart Chain dann wieder eine dezentrale Exchange benutzen, wo zum Beispiel auch nur alle Transaktionen nicht mehr über eine Bank oder irgendeinen zentralisierten Exchange gehen, sondern direkt alles direkt über eine Smart Chain, über einen Smart Contract. Und Geld
muss immer für einen arbeiten. Nicht, dass man für das Geld arbeitet, sondern muss sich überlegen, okay, wie kann Kapital wirklich für mich arbeiten? Und ganz, ganz wichtig ist auch das immer, dass man sich bewusst ist, not your keys, not your money. Das heißt, jeder von euch, der jetzt zum Beispiel sagt, er hat eine Client-Side-Wallet oder er macht sich so etwas auf, ist immer ganz wichtig, dass man diese 12 Wörter auf einen Zettel schreibt, dreimal, und die dann wirklich richtig verwaltet. Genauso wie sich anschaut, okay, was ist ein Ledger oder was ist ein Tresor? Und das möchte ich euch heute noch auch mal noch dann später zeigen. Fangen wir aber an, was jetzt die ersten Ausrufe waren zur Freiheit, also sagen wir so. Was ist jetzt Bitcoin? Also das ist ein dezentraler Wertspeicher und man kann sich das auch so vorstellen wie zum Beispiel digitales Gold. Es war die erste Kryptowährung am Markt und es ist natürlich auch das bestperformendste Asset der letzten Jahre. Warum sage ich jetzt das? Weil es die letzten Jahre keine Aktienpositionen oder andere Sachen gegeben hat. Und das haben sogar große Investmentbanken rausgegeben, wie zum Beispiel JP Morgan, hat sich dazu geäußert. Und das finde ich schon sehr interessant, dass das einer der größten Bankenhäuser der Welt sagt über einen dezentralen Wertspeicher, der natürlich direkt diese komplette Branche angreift. Und jetzt können wir uns mal anschauen, warum das die letzten Jahre so gewesen ist. Wir alle kennen das. Am Anfang 2008 wurde es gelauncht und hier sehen wir, es hat angefangen mit 1, 2 Cent und ist raufgegangen bis 70.000 Dollar. Und dann ist natürlich wieder mal ordentlich gekracht, aber jetzt fängt es schon wieder an, zum Raufzugehen. Und das kann man natürlich sehen, okay, wenn man das jetzt langfristig betrachtet, hat man hier wirklich einen Durchschnittswert, der wirklich sehr, sehr, sehr gut performt hat. Genauso wie bei der Weiterentwicklung von Bitcoin, das ist zum Beispiel Ethereum, das ist die Revolution der Blockchain. Auf Ethereum waren zum Beispiel erste Smart Contracts möglich, man nennt es auch intelligente Verträge. Also eigentlich kann man sagen, selbst ausführende Verträge, ohne dass man jemand anderen braucht, der für einen dann diese Sachen ausführt. Man kann auf Ethereum natürlich auch NFT, digitale Kunstwerke aufbauen. Es ist ein ERC-1155 Multitoken-Standard, worauf natürlich andere Smart Chains aufgebaut wurden, wie zum Beispiel die Blackford Smart Chain, hat natürlich diesen Standard genommen und hat diesen einfach mal komplett überarbeitet und verbessert. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich Ethereum entwickelt hat. Da sehen wir natürlich auch hier wieder eine richtig steile Kurve nach oben und wo sich das Ganze, wo sich der Markt auch wieder, wie bei jedem Markt, gibt es ja natürlich Höhen und Tiefen und jetzt sehen wir hier, geht er schon wieder langsam nach oben. 2023 schaut es natürlich schon wieder nach einem extremen Bullmarkt aus. Und eine Weiterentwicklung von Ethereum war dann zum Beispiel Binance. Binance ist aber, muss man immer aufpassen, das ist die größte Handelsplattform für Kryptoassets. Es ist auch der größte Trading-Anbieter für Kryptoassets. Jedoch ist die Binance Smart Chain eine zentralisierte Smart Chain mit der Funktion dezentraler Funktionen. Aber diese sind dann auch nicht so ganz dezentral, weil diese Smart Chain ist schon einmal angehalten worden. Und dabei muss man sich immer klar werden, okay, ich persönlich nutze immer Binance, um meine Kryptoassets zu kaufen und dann wirklich weiter zu transferieren auf meine Client-Side-Wallet oder natürlich direkt auf meinen Ledger oder auf meinen Tresor. Und bei Binance gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich Nodes kauft. Und was Nodes sind, das möchte ich euch später erklären. Aber Nodes sind zum Beispiel digitale Knotenpunkte und bei Binance kosten diese digitalen Knotenpunkte ab 100.000 Euro aufwärts und man muss wirklich den Besitzer von Binance kennen, damit man überhaupt so einen erwerben darf. Jetzt kann man sich mal anschauen, wie Binance sich entwickelt hat und das ist natürlich für eine zentralisierte Smart Chain auch sehr, sehr positiv, weil man hier sehen wir am Anfang, was hier bei 3 Cent und also na, bei ja, 30 Cent, glaube ich, hat es angefangen und dann hat sich es natürlich steil bergauf entwickelt. Aber hier ist natürlich, man muss immer sagen,
Zentralisierung, Größe, Krypto-Plattform, da ist natürlich schon sehr, sehr viel Volumen drinnen. Jetzt möchte ich aber euch erklären, was der BXN ist, was die BXN Smart Chain so einzigartig macht und warum es so wirklich, warum dieses Projekt wirklich eines der größten Unicorns, also der größten Einhörner auf diesem Kryptomarkt ist. Und es ist eine Layer One Lösung kombiniert mit der Web 3 Lösung. Also das heißt, man zielt wirklich auf die komplette Dezentralität der Welt auf. Und warum das jetzt komplett dezentral ist, weil wir schon über 130 Ländern der Welt schon vertreten sind. Über 130 Ländern der Welt haben sich schon eine Node gekauft und eine Node ist ein dezentraler Knotenpunkt und diesen dezentralen Knotenpunkt muss man direkt in seine Client-Side-Wallet minten und dann bestätigt man laufend Transaktionen, die auf dieser Smart Chain basieren. Und man kann auf dieser Smart Chain natürlich auch eigene Tokenisierungsprojekte, genauso wie eine dezentrale Exchange, eine zentralisierte Exchange, NFTs und natürlich auch andere Sachen aufbauen. Und das Gute ist dann, man wird eigentlich zu seiner eigenen Bank, kann man sagen, durch diese Nodes und verwaltet sein Kapital komplett selber. Und das macht Blackford einfach zu einer 360-Grad-Krypto-Ökonomie, also eine 360-Krypto-Ökosystem, was natürlich in der Zukunft essentiell für jeden Menschen auf der ganzen Welt ist, weil er natürlich sein eigenes Kapital selber verwalten kann, selber über eine dezentrale Exchange komplett dezentral wieder verkaufen kann und nicht abhängig ist von irgendjemandem, der einem sagt, was er zu tun hat oder was er natürlich, wo er sein Geld hintransferieren muss. Und warum sage ich das jetzt? Weil zum Beispiel jeder von uns kennt zum Beispiel zentralisierte Exchanges. Und das sind zum Beispiel Börsen, die natürlich im normalen Fiat-System sind. Also Fiat heißt Euro, Dollar, Yen, Renminbi oder andere bunte Währungen. Man kann sie aber auch dann, jetzt muss die Kehrschaften alle kurz reinlassen, die ein bisschen zu spät kommen. Man kann sich das aber auch vorstellen, zum Beispiel das sind Börsen. Und natürlich gibt es auch im Kryptobereich verschiedene Börsen. Und eine der größten von ihnen ist vor kurzem pleite gegangen, das war FTX. Und FTX war ja natürlich auch von der oftmals geprüft worden und alles. Aber da sieht man schon, dass genau diese ganzen Kryptobörsen sehr, sehr unsicher sind. Genauso wie Binance, Kraken, Bitpanda. Ich persönlich sage immer dazu, lasst bitte nicht zu viel Kapital auf diesen Börsen liegen, weil das sind nicht eure Accounts. Denn die ganzen Codes, die Private Keys und alles liegen zentralisiert bei den jeweiligen Börsen. Und jedes Unternehmen kann Kapital veruntreuen. Auch eine Bank in Österreich kann zum Beispiel Kapital veruntreuen. Der bekannteste davon war zum Beispiel Hypoalpe Adria oder die Commerzbank Mattersburg. Immer im Hintergedanken haben, Kapital, das ist alles privat und not your keys, not your money. Und das ist das einer der essentiellsten Sachen, die man sich selber immer im Kopf einsacken sollte, weil es natürlich jeder andere Mensch kann direkt auf meine Konten, auf mein Kapital zugreifen, wenn ich es nicht richtig gesichert habe. Na komm, Schatzl. So, und weil wir schon zuerst davon geredet haben, weil hier können wir mal sehen, wie zum Beispiel so eine zentralisierte Exchange aussieht. Bei einer zentralisierten Exchange ist es so, dass zum Beispiel in der Mitte jemand sitzt und uns sagt, dass wir das wechseln dürfen. Und natürlich, das natürlich sehr, sehr viel Geld kostet, weil den in der Mitte müssen wir auch bezahlen. Jetzt ist es so, bei einer dezentralen Exchange sind alle Transaktionen direkt über einen Smart Contract. Das heißt, alles wird komplett über einen Code abgewickelt, der programmiert wurde. Und natürlich ist es auch kostengünstiger für uns, weil wir müssen nicht mehr jemanden in der Mitte bezahlen, sondern wir haben hier einen Smart Contract, der alles ausführt, was wir ihm natürlich sagen. Weil das ist natürlich, der ist natürlich so programmiert worden, dass er natürlich alle Dinge ausführt,
die wir ihm vorgeben. Und warum brauchen wir jetzt dezentrale Netzwerke? Peer-to-Peer heißt von Person zu Person und ich kann selber entscheiden, was mit meinem Geld passiert und wo ich mein Geld auch hinsenden möchte. Ich darf nur ein kurzes Beispiel geben. Ich bin sehr viel auch in Afrika unterwegs und da ist es ab vor kurzem habe ich mal eine größere Summe nach Afrika senden wollen. Dann ist das nicht durchgegangen am Anfang. Dann habe ich einen Anruf bekommen von meiner Bank, ob ich das schon transferieren will. Dann sage ich so, ja, ich will das transferieren auf dieses Konto. Ja, das müssen wir prüfen. Das dauert jetzt ungefähr 5 Tage lang. Wenn ich das jetzt zum Beispiel als gleiche Transaktion mache, in einem dezentralen Netzwerk, kann ich das innerhalb über die, zum Beispiel die Smart Chain von Blackford innerhalb von 5 Sekunden machen. Ohne Regulatorien, ohne andere. Wenn ich zum Beispiel Bitcoin mache, dauert es mir eine halbe Stunde bis eine Stunde. Wenn ich zum Beispiel über das normale Fiat mache, dann dauert mich das 5 bis 10 Tage und kostet mich natürlich das 5 bis 10-fache der Transaktionen, wenn ich zum Beispiel direkt über ein dezentrales Netzwerk mache. Und natürlich, es ist natürlich viele Regierungen, aber auch viele Leute, auch viele Banken haben natürlich die Angst, dass sie einen Kontrollverlust haben. Natürlich, weil ich natürlich über die Blockchain alles transparent einsehen kann. Das heißt, ich kann auch selber sehen, okay, wo geht das Steuergeld hin? Wo geht das ganze Geld hin, was ich an den Staat gezahlt habe? Und was passiert auch damit? Und das Beste ist, ich kann auch selber entscheiden, okay, was passiert mit meinem Geld? Und einer der wesentlichen Sachen ist dabei die Bewertung, denn Smart Chains, Kryptographie oder dezentrale Werte haben keine Bewertung, ob du jetzt grün, blau oder was auch immer bist, ob du eine politisch exponierte Person bist oder etwas anderes. Das Geld, was du auf diesen Wallets hast, kann jederzeit von dir verwaltet werden, kann jederzeit von dir entnommen werden, wenn du es natürlich auch richtig lagerst und natürlich auch richtig investierst auf dezentrale Exchanges oder anderen dezentralen Produkten. Was ist jetzt eine Client-Side-Wallet? Zum richtigen Lagern gehört natürlich auch eine digitale Brieftasche dazu und man nennt es auch Client-Side-Wallet. Ganz wichtig ist immer zu verstehen, Blackford hat das erste Produkt schon hervorgebracht, das war das erste Produkt und wird es jetzt gerade noch überarbeiten. Die Wallet 2.0 wird komplett überarbeitet und wird natürlich auch hier verbessert. Es ist dann auch eine Multicoin-Wallet und wir haben hier auch die Möglichkeit, dass wir Peer-to-Peer-Transaktionen machen. Wir haben hier auch die Möglichkeit, dass wir eine Anbindung, zum Beispiel durch ein Wallet Connect, direkt an eine dezentrale Exchange haben und der Zugang ist nur mit den Seed Phrases. Das nennt man die Private Keys und diese Private Keys werden direkt auf dem Device erzeugt und es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich die handschriftlich ausschreibt, denn jeder Screenshot auf dem Handy oder andere Sachen haben natürlich eine digitale Signatur und wenn ich zum Beispiel ein Black Hat bin, also es nennt sich ein dunkler Hacker, kann natürlich diesen Screenshot rausnehmen, lade die Wallet runter, gibt die 12 Wörter ein und kann schon dein Kapital runterziehen. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, sich diese 12 Wörter handschriftlich rauszuschreiben und natürlich die sicher aufbewahren. Dreimal am besten, damit man sie wieder findet. Und natürlich hat Blackford etwas sehr, sehr Interessantes eingebaut, dass man natürlich seine Nodes direkt in die Client-Side-Wallet minten kann und danach delegiert man sie zu einem Master-Node. Die Nodes können genauso wie NFTs aufbewahrt werden, also NFTs sind digitale Bilder und natürlich hat die Client-Side-Wallet auch Web3-Funktionen. Aber jetzt kommen wir zu einer noch sicheren Stufe, zum Beispiel der Hardware-Wallet. Was wir hier sehen, ist zum einen auf der linken Seite der Ledger Stacks und zum rechten Seite der Tresor. Und beides sind Hardware-Wallets. Man kann sich das auch vorstellen wie ein USB-Stick, nur für Krypto-Assets. Und das ist natürlich immer wichtig. Man zieht seine Krypto-Assets direkt vom Netz runter. Und wenn man diese wieder braucht, steckt man einfach diese kleinen Dinge an und kann sie dann natürlich wieder verfügen darüber. Ganz, ganz wichtig ist zu verstehen,
immer aufpassen, dass diese Sachen natürlich sicher gelagert werden, weil auf verschiedenen Tresoren oder Ledger ist natürlich immer sehr, sehr viel Kapital drauf. Und da ist es immer wichtig, nicht bei einer Bank das Ganze zu verlagern, sondern wirklich zu Hause in einem Tresor oder in einem Schließfach oder in einer Lücke, wo man es wieder findet oder wo es einfach sicher aufbewahrt werden kann. Ja, und warum jetzt Blackford den Kryptomarkt revolutionieren wird? Wir haben hier einen einzigartigen Aufbau auf Proof of Stake Authority. Das heißt, jeder von uns kennt natürlich die Weiterentwicklung von Ethereum. Wir haben hier Proof of Stake Authority, das heißt, eine Autorität wurde direkt in den Genesis-Block eingebaut. Das ist eine direkte KI, die den richtigen Smart Contract raussucht und natürlich so um vier, also 100.000 Transaktionen pro Sekunde schafft mit einer Blockzeit von 5 Sekunden, weil hier nicht alle Smart Contracts auf einmal immer durchgerechnet werden bei jeder Transaktion und so sehr, sehr teuer sind, sondern Blackford hat wirklich das rausgenommen, dass sie der richtige Smart Contract abgerufen wird und so die irrsinnig kostengünstig für den Endgebraucher ist. Wir haben hier auch einen neu definierten ERC 1155 Standard, zertifiziert durch Certiq. Und es ist natürlich viel, viel schneller als alle herkömmlichen Smart Chains. Das Unternehmen legt sehr, sehr viel Wert auf Transparenz und den offenen Ausbau. Direkt, dass sie auch wirklich sagen, okay, was machen wir? Wie schaut unsere Client-Side-Wallet aus? Wie zum Beispiel das Yellow Paper, genauso wie auch das White Paper. Und Blackford ist durch die ganze Welt verteilt, durch die Nodes und durch diese komplette Dezentralität, weil man natürlich seine Nodes direkt in seine Client-Side-Wallet mintet und der User wirklich sein Kapital, das er ausgeschüttet bekommt, wirklich komplett selber verwalten kann. Und ja, weil wir schon zuerst darüber geredet haben, was macht jetzt die BXN Blockchain so einzigartig? Wir haben hier 100.000 Transaktionen pro Sekunde mit einer Blockzeit von 5 Sekunden. Und dadurch sind wir bis zu 98% kostengünstiger als herkömmliche Smart Chain. Wir sind hier aufgebaut auf Proof of Stake Authority mit 304.000 Nodes. Und natürlich werden bei jedem Node-Kauf BXN Coins gestaked. Das heißt, Entschuldigung, ich muss hier nur kurz die Herrschaften reinlassen. Hier. Und das heißt, wenn alle Nodes verkauft sind, sind automatisch ein Viertel aller Coins gestaked. Das kann man natürlich auch nochmal nachlesen direkt im White Paper. Das Gute ist für den User, aber auch für den Endkonsumenten von den BXN Smart Chain hat hier natürlich eine irrsinnige Stabilität in der Smart Chain. Es ist aufgebaut auf ERC-1155. Und es sind hier Security-Token möglich, NFT-Funktionen und so weiter. Wie gesagt, die Bandbreite bei einer Smart Chain ist endlos und es gibt natürlich nur 8 Stück auf der ganzen Welt, die solche Sachen natürlich auch können. Na komm, lasst mich weiterlaufen. So. Und jeder von euch kann sich natürlich auch das direkt anschauen, das Mainnet. Das ist unser Explorer. Und hier sehen wir, alle 5 Sekunden wird hier ein neuer Block gemintet. Und man kann natürlich auch direkt hier in die Transaktionen reingehen. Ich habe hier mal eine Transaktion rausgenommen, wo hier sehen wir, wo man natürlich alles anschauen kann. Hier sehen wir natürlich den Transaktionshash. Es ist confirmed worden. Es ist im Block 46.997 drinnen. Und hier sehen wir auch, was hier gemintet wurde. Hier wurde das Volumen von 55.000 BXN gemintet zum Kosten von 0,0049 BXN. Das heißt, wir haben eine Transaktionsgebühr, die unter einem Cent liegt. Innerhalb von 5 Sekunden durch die ganze Welt. In keinem Fiat-System oder Bankensystem der ganzen Welt oder anderen Smart Chain ist so eine Schnelligkeit möglich. Das ist die Revolution des kompletten Kryptomarktes, was Blackford hier schon vorweg schon mal zeigt, bevor es überhaupt gelistet wird. Und
Was sind jetzt Staking Nodes und warum brauchen wir die? Staking Nodes, Staking bedeutet, Liquidität zu hinterlegen und das natürlich, dass dieser Stake natürlich für einen arbeitet. Was heißt das, dass er für einen arbeitet? Die Nodes kontrollieren laufend Transaktionen, die in diesem System gemacht werden. Und das Interessante ist das, man kauft sich durch die Hinterlegung des Stakes eigentlich seine eigene Bank. Denn jeder von uns hat natürlich ein Bankkonto. Und jeder von uns zahlt quartalsweise oder monatlich seine Kontoführungsgebühr. Naja, bei diesem System ist es so, hier bekommst du die Kontoführungsgebühren, weil du natürlich laufend Transaktionen bestätigst und so eine passive Ausschüttung bekommst, also eine Provision dafür, dass du Transaktionen bestätigst, ein Leben lang. Und diese Nodes sind natürlich direkt, werden gemintet in deine Client-Side-Wallet, jetzt dabei in die MetaMask-Wallet und danach werden sie delegiert und dann schließt sich auch schon wieder der komplette Kreis, weil natürlich du verwaltest selber deine Ausschüttungen der Node in deiner Client-Side-Wallet und kannst damit dann auch machen, was immer du machen möchtest. Du kannst neue Nodes kaufen, die für dich arbeiten, du kannst das Kapital wieder in Fiat-Währungen auszahlen, was auch immer du haben möchtest damit. Diese Nodes, auch wenn du sie nicht verkaufst, arbeiten ein Leben lang für dich und du kannst sie natürlich auch weitergeben an die nächsten Generationen, wenn du ihnen einfach nur 12 Wörter gibst, dass sie das Kapital wieder verwalten können. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. NFTs. Was sind jetzt NFTs? NFTs bedeutet Non-Fungible Token. Der Besitzer besitzt ein uniques Produkt und ist so geschützt vor Fälschungen. Also wir haben hier klassische NFTs ohne Funktionen, aber man kann hier auch das Abspeichern von Musik, Videos oder bewegten Bildern machen. Es ist natürlich auch ein Mehrwert für den Künstler und natürlich auch der Künstler kann natürlich eine weltweite Galerie nutzen. Denn er hat nicht nur einen Standort, sondern wirklich, er hat das komplette Internet, einen kompletten Marktplatz, wo er wirklich seine Kunst, seine digitale Kunst ausstellen kann und natürlich eine viel, viel schnellere Abwicklung der Transaktionen machen kann, direkt über die Smart Chain oder über die Blockchain. Wo können diese jetzt eingesetzt werden? NFTs können genutzt werden als Collectibles, zum Beispiel als Bilder oder was auch immer, im Gaming, in Fashion und Looks, Luxury, zum Beispiel, dass man Handtaschen noch mehr hervorhebt, in Form von zum Beispiel, dass meine Louis Vuitton hat das zum Beispiel gemacht, dass sie eine Handtaschenkollektion gemacht haben und zu dieser Handtaschenkollektion, zu jeder einzelnen Handtasche, ein individuelles NFT dazu gegeben haben. Was natürlich die Tasche mit dem NFT wieder umso rarer macht. Dann in der Virtual World ist es natürlich ein sehr, sehr essentieller Baustein. Dann in Sports. Sports zum Beispiel bei den Lizenzen oder Eintrittskarten bei Fußballmatches. Der beste Beispiel ist für ASC Roma oder große Clubs in Italien haben schon angefangen, wirklich ihre ganzen Eintrittskarten als NFT auszugeben, um natürlich Fälschungen oder den Schwarzmarkt dagegen zu wirken. Social Tokens, dass man zum Beispiel ein soziales Projekt unterstützt, genauso wie Namen und Service Domains können direkt auch als NFT aufgebaut werden. Dann, was macht es die Genesis NFTs von Blackford so exklusiv? Blackford hat natürlich auch sich Gedanken gemacht, wie können wir bei dieser 360-Grad-Crypto-Economy auch im NFT-Bereich etwas machen. Und da ist Blackford hergegangen und hat einfach mal eine eigene NFT-Linie herausgebracht, die direkt auch kombiniert werden können mit den Client-Side-Wallets von Blackford. Und hier sehen wir, es gibt insgesamt 500 Stück. Es fängt an bei den Chillon, bei den ganz raren und geht runter bis zu den Heaver. Und es gibt insgesamt 500 Stück. Und wenn man zum Beispiel so einen hat, kann man sich von 10% bis 100% aller Gebühren ersparen. Man bekommt natürlich auch immer alle Informationen als Erster. Und man ist bevorzugt bei Tokenisierungsprojekten.
weil man einen exklusiven Zugang im Blackford Club bekommt, genauso wie bei den Airdrops, und man bekommt auch ein einzigartiges Wallet Design und so weiter. Wie gesagt, zu viel darf ich noch nicht verraten, weil sie noch sehr, sehr exklusiv sind. Und erst wenn alle 500 Stück verkauft worden sind, weiß man erst, welchen dieser NFTs man hat. Jetzt fragen Sie sicher, okay, der hat jetzt viele geredet über das ganze Projekt und ja, es ist alles ganz schön und alles. Aber was habe ich jetzt davon? Wie gesagt, diese Frage hat mir damals einer meiner Mentoren gestellt. Frag dich immer eine Sache. Was habe ich davon, dass ich mir hier jetzt etwas kaufe, vor allem, dass ich jetzt da in dieses Projekt wirklich investiere? Und du hast hier bei Blackford eine All-in-One-Krypto-Plattform, die aufgebaut ist auf Layer 1 und natürlich auch den Aufbau hat schon für Layer 2 und natürlich sich laufend weiterentwickelt. Mit dem Kauf der Node gehört dir ein Teil der Smart Chain und dieses Teil der Smart Chain arbeitet ein Leben lang für dich. Man hat hier auch eigene Smart Contracts. Man ist hier nicht abhängig von Binance oder zum Beispiel Ethereum oder anderen Smart Chains. Das ist wirklich alles aus einer Firma. Bei den Projekten, und Blackford baut natürlich auch das größte, dezentralste Kryptonetzwerk der Welt auf. Und natürlich, was es natürlich auch heißt für die Zukunft, wenn Leute natürlich diese Smart Chain laufend benutzen. Es gibt natürlich sehr, sehr viel Volumen drauf. Man kann wirklich hier auch seine eigenen Systeme aufbauen. Und natürlich die Transaktionen wirklich im Cent-Bereich, die hierbei gemacht werden. Und natürlich die Schulungen in vielen Bereichen. Blackford ist es auch hier immer sehr, sehr wichtig, dass wirklich alle Leute abgeholt werden, dass die Leute geschult werden. Was ist überhaupt Kryptographie? Was ist das Projekt überhaupt? Wie kann ich es auch in meine eigenen Systeme, aber auch in die Wirtschaft integrieren? Und natürlich, wie kann ich selber auch wachsen als Community, genauso wie kann die Community mit dem Projekt auch wachsen? Und hier darf ich euch kurz einmal ein paar kleine Eindrücke zeigen vom Live-Event in München, den wir im Dezember gehabt haben, also im November gehabt haben. Hier sehen wir den CEO und den Chief Sales Officer. Danach haben wir natürlich auch die Immobilientokenisierung, die wir dieses Jahr schon angehen. In Dubai fangen wir an mit zwei Wohnungen, wo man sich dann direkt auch Anteile kaufen kann bei der Tokenisierung. Dann haben wir hier im Quartal 1, wo wir uns gerade befinden, werden auch verschiedene alle diese Dinge gemacht, wie zum Beispiel Blackford Wallet 2.0, Mainnet Launch, das haben wir schon gemacht. Dann dezentrale Exchange, zentralisierte Exchange und natürlich auch das BXN Listening, DeFi, Bridges und Tokenisierung kommt alles im Quartal 1 2023. Genauso wie hier sehen wir auch schon mal einen kleinen Einblick in die Client-Side Wallet von Blackford und hier die Gewinner des White Diamonds. Ich darf euch jetzt einladen, dass ihr auch also seid ihr auch bereit, die Welt in ein neues dezentrales Zeitalter zu führen, wirklich auch diesen Gezeitenwandel, der jetzt gerade stattfindet, auch wirklich aktiv mitzumachen. Wie gesagt, ich kann es nur für mich selber sagen, ich habe damals für eine Bank gearbeitet und habe gesehen, okay, wie wird sich die Welt entwickeln? Und wir alle können uns jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein Trend oder was auch immer, aber der Trend geht immer mehr und mehr zu einer Digitalisierung. Ich frage immer gerne meine Kunden, okay, wie oft warst du in der letzter Zeit bei deiner Bank oder wie sehr nutzt du Online-Banking? Und in weiterer Zukunft nach Online-Banking kommt einfach Kryptographie, dezentrale Finanzen. Und dabei muss man sich auch immer klar werden, das ist die Zukunft. Und daher ist meine Frage, seid ihr auch bereit, in das dezentrale Zeitalter einzusteigen, reinzugehen? Und natürlich freuen wir uns natürlich auch auf die Zusammenarbeit. Falls ihr noch Fragen habt oder euch natürlich das mal genauer anschauen möchtet, habe ich auch eine Landingpage dafür, johnnyblackford.com. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mal kurz vorbeischaut und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Falls du noch Fragen hast zum Projekt oder etwas anders, schreib es mir bitte über Telegram oder über Instagram und natürlich beantworte ich da dann alle Fragen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Baba, Servus.